Hier auf der Skisprungschanze geht's erstmal los mit den Olympiasiegern von gestern, heute und morgen. JTFO Skispringen seht ihr bei Hauptstadtsport TV. Im Skisprungwettbewerb von JTFO treten die jungen Sportler nicht wie sonst üblich als Vertreter ihrer Schulen, sondern in Regionalteams an. Im heutigen Einzelwettbewerb versuchen sich 63 Mädchen und Jungs an der Schülerschanze in Schönwald. Favorisiert sind ganz klar die Springer aus Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen. Nach dem ersten Durchgang liegt Jonathan vom Team Bayern Ost mit stolzen 22,5 Metern in Front. Aber auch die Leistungen der anderen Kinder können sich sehen lassen, findet Bundesnachwuchstrainer Sepp Buchner. Eigentlich ein Wahnsinn, was wir heute jetzt wieder für Leistungen gesehen haben. Wir haben ja hier wirklich die bundesweit stärksten Skispringer in den Jahrgängen 07, 08 am Start. Und auch dieser erste Durchgang vom Niveau her erstklassig. Wahnsinnsleistungen von den Jungs und Mädchen macht uns stolz. Der sogenannte kritische Punkt liegt bei dieser Schülerschanze übrigens bei 20 Metern. Den sollte man schon überspringen, will man am Ende ganz vorne landen. Und wer weiß. Vielleicht wird bei JTFO ja auch noch der Schanzenrekord von 24 Metern eingestellt. Ja, das Ziel ist es. Der Anlauf ist so ausgelegt, dass man wirklich bis zum K-Punkt bzw. bis zum Schanzenrekord hinspringen. Würde mich freuen, wenn wir hier einen neuen Schanzenrekord sehen. Das schafft am Ende aber dann trotz guter Bedingungen niemand. Jonathan muss noch kurz zittern, ob seine Führung hält, als sein ärgster Verfolger Lars an der Reihe ist. Der Schwabe springt aber erneut mit 22 Metern die exakt gleiche Weite wie der Bayer und muss sich der schlechteren Haltungsnoten wegen mit Silber begnügen. Als bestes Mädchen springt Sina vom Team Bayern West auf den vierten Platz. Dank ihres Geheimrezepts. Ich habe mich heute einfach konzentriert auf Springen und habe mich dann einfach vor dem Sprung nochmal auf die Oberschenkel geklopft, dass sie schön warm sind und ja. Und halt, ja. Es geht aber noch einfacher mit dem Sieg, weiß Gewinner Jonathan. Ich wollte einfach nur mein Ding machen und dann hat es halt jetzt geklappt. Morgen steht dann noch das Teamspringen auf dem Programm. Zu sehen natürlich wieder bei Hauptstadtsport TV. Hier von der Skisprungschanze direkt zur JTFP zum Langlauf. Wir haben ja hier eine Auch die angetretenen Talente von Jugend trainiert für Paralympics mussten sich heute mit den eisigen Temperaturen herumschlagen. Doch die Stimmung bei den Wettkämpfen für sehbehinderte Schüler und Schüler mit geistiger Behinderung hätte hier nicht weit davon eisig entfernt sein können. Ah, die Stimmung ist faszinierend. Also das ist ja auch das Schöne bei Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics, dass eben die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung mitten in den Wettbewerb der Kinder und Jugendlichen ohne Behinderung integriert sind. Hier stehen die Schülerinnen und Schüler an der Strecke, werden angefeuert. Einfach genial und macht riesig Spaß. Riesenspaß macht es auch dem paralympischen Nachwuchs, auch wenn die Aufregung dem einen oder anderen vor dem Lauf ins Gesicht geschrieben war. Total aufgeregt bloß. Ja. Und hoffe, dass ich nicht hinfalle. Also ich überlege, wie ich das mache, wie ich das durchziehe und dann warte ich, bis ich dran bin. Es ist einfach nur Training davor und dann muss man einfach sich zusammenreißen und durchstarten. Ja, also ich bin sehr aufgeregt und ich hoffe, ich schaffe alles gut. Sobald der Startschuss ertönte, war für Aufregung jedoch keine Zeit mehr. Dann wurde für 1 Kilometer Techniksprint einfach alles gegeben. Und im Ziel, da warteten Freunde und Betreuer auf die teilweise völlig erschöpften Skier. Und ja, sehr gut. Ich bin nicht einmal geflogen und zwar sehr gut. Es lief alles wie erwartet. Wir sind gerade mit dem Deutschen Skiverband ja eng und in einer guten Kooperation, auch von der Strecke her. Wir haben die Athleten, die wir erwartet haben. Wir haben so 3-4 Nachwuchstalente dabei, die auch bei Wettbewerben des Behindertensportverbandes schon aufgetaucht sind. Hier vorne dabei gehabt, die eben auch ihre technische Leistung abgerufen haben. Also vom Grundsatz her alles so wie erwartet, alles gut gelaufen. Johanna, Lena und Sally sind 3 der herausragenden Nachwuchstalente mit Blick auf kommende Paralympics. Dass für sie der heutige Lauf keine große Herausforderung darstellte, sollte niemanden überraschen. Also es war halt schon ein bisschen anstrengend, aber eigentlich war es gut zum Meistern. Das fand ich auch.
Es war jetzt auch nicht so anstrengend, es ging eigentlich. Ja, ich fand es sehr spannend mit den ganzen Technikelementen. Es sind zwar sehr eisige Temperaturen, aber wir haben es schnell hinter uns gebracht. Das Gold konnte sich heute allerdings Leonie von der Sehbehindertenschule aus Waldkirch erkämpfen. Auch sie hat gute Chancen, bei zukünftigen Paralympics mitzumischen. JFP ist, finde ich, nicht nur eine Sportveranstaltung, sondern auch ein Miteinander. Also man wird halt auch jetzt auch mit unterschiedlichen Schulen ins Zimmer gewürfelt oder eben auch jetzt, man kriegt auch die von JFO mit. Und das finde ich auch gut, denn dann ist man nicht alle, also wir von JFP sind ja gar nicht mehr so viel und dann sind wir nicht so allein. Und das ist doch fast wichtiger als der einzelne sportliche Erfolg. JFP ist der Hammer! Hut ab vor den paralympischen Sportlern und viel Erfolg bei ihrer weiteren Karriere. Jetzt sind wir beim Skilanglauf und bei mir ist Bürgermeister Jörg Frey. Hallo. Hallo. Gleich mal zuerst die erste Frage. Konnten Sie sich schon einen Eindruck machen hier von den Skilanglauf-Wettkämpfen? Ja, natürlich. Ich bin jetzt seit heute Morgen hier auch bei den Wettkämpfen und ich bin einfach nur fasziniert, wie alles läuft, wie viele Jugendliche so Freude haben, wie sie begeistert dabei sind und trotz der Kälte natürlich auch unglaublich viel Freude verbreiten. Das ist das Schöne daran. Nun ist es ja nicht der einzige Wettkampf hier. Haben Sie denn eine Lieblingssportart? Ach nee, eigentlich nicht. Ich schaue mir alle Wettkämpfe an, ob das das Langlaufen ist, ob das dann das Alpine ist oder auch das Skispringen. Ich selber gehe lieber Langlaufen als Skispringen, das ist mir zu gefährlich. Aber ansonsten, die Alpinen haben sicher auch tolle Bedingungen und da macht es genauso viel Spaß. Das JTFO wird alle 2 Jahre hier ausgetragen. Macht es Sie als Bürgermeister stolz oder wie empfinden Sie das? Ja gut, wir sind ja nicht nur Weltcuport und dürfen das Weltcup-Finale dieses Jahr austragen in der nordischen Kombination am 24. und 25. März, sondern wir legen auch immer großen Wert, dass wir für den Nachwuchs was tun. Und da ist das Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics für uns einfach sensationell, weil oft sind hier die Stars von morgen und die Kinder haben einfach eine große Freude und sie dürfen auf den Wettkampfstätten laufen, die wir für den Weltcup dann auch präparieren. Was will man mehr? Und diese Nachwuchssportler haben heute die Chance, beim Langlauf alles zu zeigen. Viel Erfolg! Die Kälte macht den Langläufern zu schaffen. Tape auf der Nase und viel Bewegung hilft, die minus 16 Grad kalte Luft an der Langlaufstrecke auszuhalten. Russlandwind Hartmut peitscht über das Land im Schwarzwald. Es ist sehr kalt. Ich habe mir hier so ein bisschen Tape ins Gesicht geklebt. Ich habe dicke Handschuhe an, Thermounterwäsche. Und trotz der Kälte geben die Läufer richtig Gas. 1,5 Kilometer lang ist die Strecke. Ein heißes, naja, eher kaltes Pflaster für sportliche Höchstleistungen. Doch hören wir uns doch erst einmal an, was die Sportler auf dem Parcours überhaupt erwartet. Und wer könnte das besser erklären als der Mann, der ihn 2011 mitentwickelt hat? Ja, wir haben hier fürs Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia Winter den Technikparcours wieder aufgebaut. Und das ist ein sehr anspruchsvoller Technikparcours, der alles abfordert, was im Skilanglauf notwendig ist, um schnell laufen zu können. Wir haben Trettorgeln, wir haben Richtungsänderungen, wir haben Bodenwellen, wir haben Achter, wir haben Abfahrt, wir haben Sprungschanze, wir haben Anstieg. Einfach alles. Auf der Strecke kochen die Emotionen. Denn unter den 141 Läufern kann sich nur einer durchsetzen. Und das ist heute Timo Ullmann. Der 13-jährige Sachse läuft eine Topzeit von 4 Minuten 48 Sekunden. Die letzten Meter beim Ausdauersport sind ja bekanntlich die schlimmsten und anstrengendsten hier beim Langlauf. Aber wir wechseln jetzt rüber zum Parallelslalom und dort hoffen wir auf große Emotionen und viele sportliche Erfolge. Der Parallelslalom auf Hauptstadtsport TV. Die Ruhe vor dem Sturm. Mit geschlossenen Augen, wartend auf den erlösenden Startschuss. Noch einmal durchatmen. Und dann abstoßen in die adrenalinverheißende Abfahrt. Ich
atme meistens tief durch und konzentriere mich nur auf den Lauf, gucke nur darauf, damit ich alles hinkriege und damit der Lauf gut klappt. Kopf-an-Kopf-Duelle, Nervenkitzel und der Wille, für das Team zu kämpfen. Das sind die Zutaten für einen garantiert emotionalen Skicocktail. Der Team-Parallelslalom. Man ist total aufgeregt, aber man freut sich natürlich auch, sich gegen andere zu messen und zu gucken, wie gut sind die, wie gut bin ich. Also man ist total aufgeregt, aber es macht total Spaß. Denn in Head-to-Head-Duellen kämpften die Schulen gegeneinander und um das Finale. Aber bei aller Konkurrenz stand auch Fairness ganz oben auf der Tagesordnung. Gemeinsam kämpfen, gemeinsam verlieren, gemeinsam gewinnen. Letzteres perfektionierten die Schulen aus Garmisch-Partenkirchen und Sonthofen. Und das auch mit Hilfe ungewöhnlicher Glücksbringer. Das haben wir auch gestern schon so gemacht. Wir dachten halt, das sind unsere Glückszöpfe und dass sie uns eben gut erkennen können. Die Pistenraudis hinterlassen tiefe Spuren im Schonacher Winterberg. Und das nicht nur auf der abgesteckten Piste. Diesen Erfolg, den die Mädels und Jungs hier beim Slalom haben, den müssen wir nachher feiern, und zwar bei der Après-Ski-Party. Ich bin bei der Après-Ski-Party hier angekommen und das ist hier mein Moment of the Day. Ich wünsche mir, dass ihr eure Moments of the Day genauso hierher schickt. Oh, hier geht eine Party los. Da schließe ich mich doch direkt mal an und los geht's. Achtung, mitten rein, Vorsicht! Weil Jugend trainiert einfach für Kampfgeist, für Teamgeist und für Bereitschaft und Leistung steht. Und dafür steht auch die Deutsche Bahn. Sie schenkt mir ein Foto. Im Team aktiv, die sind auch untereinander in den Bundesländern total miteinander verbandelt und stehen füreinander ein. Es kommt einfach Freude auf, wenn man die Kinder dabei beobachtet.